So, schönen guten Abend. 19 Uhr, 4., 5., dritter Spieltag. Online-Bundesliga, let's go. Ja, Standardspiel, mal gucken. Vier Trumpf sollten nicht stehen. Der blanke Abwurf. Mit 11 Augen zu liegen, auf die Lusche. So, 11. Okay. Jetzt geht's zum Schneider. Denke, Kreuz 9 muss richtig sein. Falls Kreuz Ass blank steht. Herz mit 3 Schneider. Jawohl. Kreuz ist Trumpf, wir haben kein richtiges Ausspiel. Wir spielen mal von wie Tausende von oben. Okay, hier könnte es sein, dass Trumpf 3-3 steht und wir müssen jetzt Herz Bauer mit Trumpf Ass Karo Bauer zeigen. Sieht so aus. Ja, Karo Ass zählt zwischen so. Oh, ja. Das Problem ist, er wird es nicht schaffen, Herz 10 zu spielen. Herz, Herz, Herz 10. Haben wir Pik 10? Dann haben wir gewonnen. Einfache Pik, Pflichtansatz. Vorhand könnte ein Kreuzspiel haben, Vorhand hat kein Kreuzspiel. Ein Serienturnier in Hinterhand, kann man auch krank spielen, theoretisch mit der Karte. Wir spielen Pik, drücken 13, gucken, was passiert. Einer der besten Aufschläge ever. 26, 39. Oh, nach wäre gut. Ja, fliegt der blanke Kreuz weg. Alles Standard. Okay. So. 21. 21, 21, 21. Geschätzt zumindest.
Ja, sogar zwei Stiche sind an so einem Tag wie heute schwer mitzuzählen. Oh, ganz schön K.O. Aber wir wollten Skat spielen, also müssen wir jetzt Skat spielen. So, 23 gehalten, wir haben 2,7er. Pik vielleicht. Herz mit 2. Kein Buben. Kreuz Ass 10, Lusche 4, Jungs. Herz, Lusche blank. Acht Karten. Gucken wir mal, ich habe K.O. abgeworfen. Mit Pik ist nichts los. Herr K. Arnold, sehr gut gesehen, sehr gut gesehen. Pik weg. Komisch. Jawohl. Und ein K.O.-Stich für die Angestellten. Wir sind raus, wunderbar. Ja, kein schlechter, hat er auch gut gefunden. Pik 7 und Herz 8 macht nur wer. Ausspielen, weg, weg. Na gut, hier wird ein Bauer liegen, auf jeden Fall, vielleicht zwei, aber ja, Bauer Ass, schönes Pikspiel. Aber in der Mannschaft, boah, das ist. Ja. Das ist jetzt schwieriger. Ich denke, nachdem Mittelhand gepasst hat, kann man 18 sagen mit der Karte. Das ist ein einfacher Karo. Okay. Ja. So. Ja, wir werden Trumpf rankommen. Über Trumpf die Frage ist, spielen wir Karo 9 oder Karo Dame? Karo 9 verleitet eher zum Schneiden. Ich spiele Karo Dame. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ah. So, 8 haben wir. Acht haben wir. Sieben Ratu. Acht und 21. Er hat nicht abgeworfen auf Karo Dame und deutet eigentlich auf ein Dreierfeld hin. Ja, die Karte steht zu äquivalent, wenn er ein Dreierfeld hat. Ja, der Mann hätte sich hier Pik 10 schon blank gemacht. Das bringt auch alles nichts. Ja gut, ich spiele jetzt Pik Ass, damit wir auf jeden Fall rauskommen. Ja. Kreuz 10 läuft ja nicht weg. Hätte ich immer noch spielen können. Ja, sogar so gut mit Kreuz Ass zu dritt. Was hat er da, weil ich dabei Fang macht? Oder was? Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ei, ist das so ein schöner K.O. mit 3 hätten wir auch gehabt.
Ja, natürlich das Headset wieder vergessen. Na, wir stöpseln mal um. So, Herz ist Trumpf, wir haben vier Trumpf. 13, unser Mann hat wahrscheinlich zwei blanke Bauern. Bauer. Ja, das ist doof. Gut, müssen wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Karo Ass richtig ist, ehrlich gesagt. Es kann theoretisch sein, dass das nur ein Viertrümpfer ist, so wie langsam er den Bauern dargelegt hat. 13, 27, 41 haben wir. Pik 10 bei. Nee. Okay, keine Pik-Lusche. Dann hat er gewonnen. Obwohl er offensichtlich nicht weiß, dass er sein Trumpf ist hoch. Dann knabbern wir den nochmal für 57, wenn es ehrlich zugeht. Oh, 55 sogar. Ja, na gut. Option. Wir haben Option. Man wird nicht so gut drin liegen. Pik 7 wäre gut. Hopp, liegt nicht. Okay, wir spielen Pik. Gucken mal, wie es läuft. Null Augen gedrückt. 14 stürzen. Kreuz Ass ist gut. Der läuft, haben wir gewonnen wahrscheinlich. Oder nicht, aber auch leicht sogar. Ich glaube jetzt schon 67, sowas in der Richtung, ich weiß es nicht. Aber wir holen uns noch Karo Ass wahrscheinlich und wieder wird nicht kein Weg dran vorbeigeführt an dem Karo Ass. Der hat hier noch zwei Trumpf und Kreuz Lusche wahrscheinlich. Ja. Und. Ordentlicher Ansatz. Ohne Verstärkung wird es nichts. Einfach Karo lassen wir nicht zu. Wir gucken mal. Karo mit 2 lassen wir auch nicht zu. Okay. Er ist schon viel zu weit gereizt, wahrscheinlich in der Mannschaft. Mit drei Kampfhunden an seiner Seite muss man wahrscheinlich so ein Ding jetzt hier nicht nehmen. Aber es gibt schon ein paar ordentliche Karten. Also es gibt ein paar Karten, die ein ordentliches Spiel machen. Vielleicht hätten wir 33 noch reizen sollen. Der Herz mit 2. Naja, schauen wir mal. Legt der Herz Junge rein? Nee. Okay. 30. Ah. Aha. So, 6er Tu. Wir spielen erstmal den.
wollte den Karo stechen. Ach so. So, okay. Ja, wir hätten ein ordentliches Grundspiel gefunden. Ganz schön viele Trümpfe hat der Mann gehabt. Mittelhand, Krach, komm, 18 Stück aus Spaß. Pik 7, Karo Lusche. Ja, wenn ich zum Nullo Wehr finden kann, dann werde ich immer verrückt. Puh. Null, null ist cool. Null wollte ich doch eigentlich spielen. Ich weiß nicht, wie der gehen soll. Muss jetzt Karo Blank aufmachen oder so. Ganz so. Ganz ist wunderbar. Variante. Wir spielen mal Pik. Dann ist wahrscheinlich alles zu spät. Tut er nicht. Oh, Pik 7, Pik Dame. Da war der Null. Ja, alles dicht auf. Bei Weg, Weg würde ich versuchen, einen Ass aufzunehmen. Idealerweise zwei Asse und die passenden. So hoffen wir auf kein Pik-Spiel und 40 Punkte. Hene, mene, miste. Der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Nochmal Karo. So. Was ist mit Herz? Was? Wunderbar. Was ist mit Kreuz? Ah ja, okay. Nein. Er hat nicht gewusst, dass Pik 9 hoch ist. Oh. Ja, und ich habe natürlich nicht gewusst, dass wir schon lange gewonnen haben. Ja. Das war schlecht geschätzt. Da haben sie alle wieder recht gehabt. Okay, 18 aus Mittelhand. Naja. Sieht besser aus, als sie ist, die Karte so gefühlt. Aber ich reize trotzdem. Herz, Hand. Mal gucken. Keine Pik Dame. Das ist gar nicht so schlecht, hoffe ich mal. 17. So viel Kreuzen. Das läuft nicht gut, das Spiel. Ach,
Du ahnst es nicht. Zwei Karo liegen drin. Einfach Herz Hand verloren. Tja. Das weiß ich auch nicht, ob da alles richtig gelaufen ist in dem Spiel. Zwei K.O. war natürlich auch Worst Case. Naja, jetzt gucken wir mal, dass wir hier nicht komplett runtergehen. 13 gedrückt, Herzspiel, Kreuz sollte rauskommen. Okay, das ist schon mal gut. 13. 14, Bauer. 13. Wir haben schon 63. So. Ja, die zwei Karos im Stock, die waren natürlich schlecht. Den Null machen wir tot, ob das was gut ist, werden wir noch sehen. Okay. Keine sieben. Mal Kreuz, okay. Wir schießen mal Ass aus. Karo unterm Ass ist, das ist jetzt der Fall, wo ich nicht blank Pik aufmache. Ich weiß nicht, ob das nach wie ein Freier. Ja, okay. Ja, jetzt muss er ein Bild reinlegen. Ach, er hat doch das so. Ja, schade, Karo Ass war der richtige Aufschlag zum Sieg. Leider, Karo 10 zu dritt, ohne Trumpf kann er nicht reinlegen. Er kommt auch nicht ran, um mir Herz 10 freizuspielen, alles unlucky. Spanische Findung. Unter den Voraussetzungen muss das ein Gang sein, alles andere muss verkehrt sein. Auf Kreuz Ass, Steffen war, wir werfen dich ab. Herzkönig sollte nicht zu dritt stehen. Eigentlich somit das Wichtigste in dem Spiel. Ja, den nehmen wir mit auf jeden Fall. Den schieben wir nach. Okay, was ist mit Karo? Okay. Kreuz Ass, Karo. Ja, wir spielen jetzt einen Bauern, bevor wir den falschen Vollen ziehen und aus Versehen keinen Stich mehr kriegen. Ja. Ja, der kann nur noch Piken haben. Wir schneiden.
Ja, das ist ein 20 sagt, werden wir im Eimer. So haben wir ein Karo. Ja, grenzwertig. Dann halt doch Schneider. Kragen ist Trumpf, wir machen blank auf. Einzige Chance, unseren Herzbauern nach Hause zu kriegen. Kann auch der Fall jetzt mal sein, wo wir schwarz werden. Was ist jetzt passiert? Herz Dame, das könnte bei uns sein, auf jeden Fall. Dann haben wir es doch noch rausgeschafft. Ja, alles gut. So, Zwischenstand sieht nicht ganz so gut aus, so gefühlt. Wobei der Thomas Kinberg noch fehlt. So, Kreuzhand, Pflicht 48. Wir würden aber lieber früher rankommen und Karo 10 und beide Münzen einnehmen. Halleluja. Ja, das Ding ist halt, wenn er ein Dorobert, irgendwenn Dorobert reizt, dann hat er Kreuz 8 blank wahrscheinlich. Kann natürlich noch Herz Buben und solche Scherze haben. Er hält 18, passt noch. Oh Gott, okay, 27. Ja. Keine Ahnung, 18, zu kompliziert. 14. 18, ja, 20 weg. Vielleicht hätte man hier auch ganz anders zwei Kreuz drücken sollen und auf nicht alle Trumpf, wenn es geht. Das ist gut. Okay. Jetzt wird Herz Ass reingehen, denke ich mal. Oh. Nicht mal 14. Da ist Herz Ass. Okay. Trumpf spielen. 10 ist auch da drüben. Sechser Tour, Ass 10, Pflichtspiel. Eine gute sollten wir finden. FIFA 13, das ist hier die Frage. Sehr gut gefunden. Das Licht bekommen. Wegen drei Alte und Herz Dame sollten wir idealerweise nicht laufen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Problem ist, der hat Kreuz gereizt, der wird jetzt überstechen hier.
Wenn das macht, kommen sie raus. Wenn das nicht macht, sind sie Schneider. Sehr wahrscheinlich gehe ich mal von raus. Dann können sie wahrscheinlich Schneider dann rauskommen. Aber nur wenn er eine volle jetzt reinlegt. Ja, oh, sehr schön. Karten aufdecken. Wer weiß, für was diese 10 Äuglein gut sind. Ja, nach dem nächsten Spiel schicken wir mal Ergebnisse. Im Moment läuft die Karte gerade 4 aus 5 geholt in den letzten. Nee. Ja. Oh ja, bei Thomas sieht es gut aus. Dann sieht es bei uns auch gut aus. Kragen. Ja, lustloses Herz Ass 10, wahrscheinlich alles blöd. Ja. Ja, Pik 9 aus. Ja, Runden theoretisch auch mit 4. Kann passieren. So, wir machen jetzt auch mal. Ja. So. Ja, 20 sagen wir. Spieler. Ja, 10 Punkte gedrückt. Idealerweise Karo Ass. Irgendwas mit Karo. Okay, ist nicht immer Weihnachten, ne? Auch abwerfen in Hinterhand. Vierunddreißig. Jetzt sollte es eigentlich gehen, ne? Ich glaube, die haben 25, 34 zu 25, sowas in der Richtung. Unterschreiben würde ich es nicht. Der hat jetzt Pik Lusche, kann er spielen. Karo Dame geht auch. Kreuz 10 blank. Oh, ja. Hat er nicht ausgespielt. Noch schöner letzter Stich auf jeden Fall. Oh, warum sage ich 18? Das ist ein einfaches Spiel, ist, aber ich habe nur Spaß gemacht. Ja, das muss ja ein Herzspiel sein. Ja, logisch. Oh, eine schnelle Pik-Dame, sowas gefällt mir immer. Wenn so. Was? Achso, hat er sich verklickt wahrscheinlich.
Was war das für ein Aufschlag? Der wollte in die blanke Karo 9 greifen und hat dann aus Versehen in die Pik Dame gegriffen oder was? Ja, weißt du, ja, hat er vergessen, dass er Pik Ass und Ass König Dame. Ja, okay. Hat er vergessen. Alles nicht so schlimm. Wir nehmen lieber diese Karten. Ja, im Zweifel, wenn wir gegen Hand spielen, nur wer Hand, gucken wir uns nicht an, aber wir müssen eine Karte aufnehmen, die kein Kreuz ist, wollte ich gerade sagen. Haben wir nicht geschafft, aber es sollte ja trotzdem reichen. 13 runtergegangen. Kreuz Bube müsste eigentlich links stehen, sonst hat er keine 18, 14, Herz Ass angezeigt. Wir spielen jetzt Kreuz 7. Da legen wir den König drauf. Der schon wieder eine blanke 10 nicht ausgespielt, oder was? Die sind ja eh schon aus Karten auf dem. Ach, bekannte Karten von vorn. Wahrscheinlich Karo Ass Lusche, denke ich. Tja, dann muss ja Karo Ass entscheiden. Kreuz 10 gedrückt, sogar noch sicherheitshalber. Kein schlechter. Tja, Herz Hand müssen wir reizen mit der Karte. 40. Wir hoffen natürlich, dass wir früher rankommen. Weg. Ja. Pflichtspiel. Sechsmal Pik. Pik Hand sollte er nicht haben. Oh, das sieht gut aus. 1 Trumpf sollte der Linke haben. Hat er 14. Wir werfen ab. Zwanzig auf Kreuz sollten jetzt natürlich nicht getroffen werden, idealerweise. Tja. Kreuz Junge sollte nicht liegen. Okay, dann haben wir gewonnen. Karten aufdecken. Zack.
Ja. Beide Weizen und wir haben wirklich eine komplette Symmetrie hier in der Karte. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Komm, wir hauen Herz Ass raus. Wer weiß, ob das gut war. Funktionieren. Das verstehe ich schon nicht. Ach so. Geht gar nicht. Kreuz Rind. Ach du Scheiße, ich hab beides. Naja, also das war ein Ass gefunden. Ich habe denkbar schlecht eröffnet eigentlich. Ja, wenn er den Herzrückschub sticht und Karos 10 spielt, hat er gewonnen, ne? Da steht dann Karo noch 2-2 an der Stelle. Karo Blank. Kein Blau. Da ist er. Herz oder Kreuz? Oh, Pik, okay. So, 4 Karo. Mein Peak. Hat er gewonnen. So. Nee. Der Marco Menzel hat 1:1 168 gespielt. Nicht gut aus. 21. 27. Oh Gott. Ja, das ist 1000 auf den einen und 900 auf den anderen verloren, aber gut. Ist ja ein Vierer-Mannschaftswettbewerb.
Wir hoffen mal, dass wir jetzt eine KO finden zum Gang. Wenn das Spiel nicht passen, leider, und wenn wir den verknallen, dann sieht es gar nicht gut aus, aber ich werde ja auch nicht KO-Hand spielen. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich wirklich nicht. Das schaffe ich wirklich nicht. Und jetzt wird es richtig kriminell. Oh, warte. Was ist mit Peak? Ich glaube 48 haben sie. Vielleicht sind es auch 61, ich habe keine Ahnung. Halleluja. Kreuz 10 auf der anderen Seite und die Fahrt wäre vorbei gewesen. Oh. Also Karten sind gut, der Skat bis jetzt noch nicht ganz so. Wir sollten hier idealerweise nicht gegen vier Trumpf laufen, haben wir geschafft, okay. Ui, ja, 10 zu viert. Pik Ass und ein Jungen und nicht 18 gesagt. Also viele bei Karten und Asse kann er nicht haben. Kreuz 10 auch noch. Weiß nicht, gefühlt hätte ich gedacht, dass der Mann. So. Der Spielanteil stimmt auf jeden Fall. 14 Spieler sind schon da. Oh Gott. Ja, jetzt erstmal gucken, was hier für Nachrichten gekommen sind. So. Kreuz 7 macht wieder 0 Overt. Also fast zumindest. So, Michael Zinnitz ist durch. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier. Okay, ui, spanische Findung. Oh! Okay, wir machen ein Peak-Spiel auf jeden Fall im Mittelrand. Kein Kreuz. Schlimmster Aufschlag, der kommen konnte. Okay, das ist aber gut, Kreuz König. Ach. Okay. 17. Von Dame Lusch die Dame. So. Was hatten wir jetzt? 17, da können wir ja von oben spielen, wenn der noch einen Trumpf hat. Ist 30 auch Schneider. Hoffentlich haben wir uns nicht verzählt. Ja, mit aufgeben ist immer. Der Spielanteil stoppt auch der Leaderboard. Jetzt wird es kompliziert.
Endolo ist auch nicht so schlecht, aber. Ja, der darf jetzt nicht Kreuz Lusche spielen und der spielt sein blankes Herz Ass und der zweite Kreuz fliegt raus. Eieiei, das könnte alles passieren, natürlich. Okay, dann, ja, der muss ja zwei. Ja, war keine Gefahr. Sechzehn Spiele. Ja, wir sind raus. Ja, in Hinterhand klappt der Zug nicht. 17 Spieler. Alle. Ob das ein Plusrechner war, dieses Spiel zu nehmen. So, 13. Kreuz müssen wir schneiden, wenn Kreuz kommt. Okay, es kommt Pik Herz, das ist gut. 36. Ja, das ist nicht gut.
18 Spiele. Ja. So, Pik ist Trumpf, vorletztes Spiel. Ich komme nicht raus. Ist nicht gut. Okay, dann sind unsere Trümpfe immerhin hoch. 22, 32, 35 hat der Mann. Dann spielen wir Trumpf natürlich. So, hat er 2-2. Ja, ich spiele jetzt mal Karo, finde ich ein bisschen noch. Naja, viele, viele Spiele. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus, aber die Infos wird es ja eigentlich früher geben. So. So. Ja, 17 zu 1, 1546. Ein bisschen K.O. und müde heute, aber ja, mal schauen, wie es geworden ist. Erstmal danke und bis bald.